Ja, hallo, Mittwoch, 20.07., 12 Uhr, 18er Rangliste. Serie 29 für mich diesen Monat. Aktueller Schnitt 612. Schauen wir mal. Ja, der ging nicht, leider nach dem Aufschlag. Mein Gefühl bis jetzt nach Spiel 1 kann auch eine etwas zu frühe Einschätzung sein, aber die Spieler scheinen ganz ordentlich zu spielen. Vorhand hat unter Ass zu viert aufgeschlagen. Reizung können. Okay. Aber gut, machen wir lang drauf. Vielleicht ist mein Mann Karo frei. 14,28. Doch nicht. Können wir gehen gewonnen. Zwei alte und nichts hat er 20 gereizt. So, was hat er jetzt? 20. Ja, das geht alles ganz schön schnell bei Spieler 1. Das ist auch immer ein Ansatz. Natürlich ist der Ansatz nicht so schön. Ich habe keine Nerven auf dem einfachen Kreuz. Einfach, er hat Schneider gelöst, Glück gehabt. Jetzt gucken wir mal, ob diese Reizung die Karte gedreht hat. Das sieht nicht gut aus. Wir spielen trotzdem Kreuz. Sieben.
Zwei Experimente, beide gut gegangen. 18 lassen wir nicht zu einfach, Karo. Finden sehr gut. Spielen ein solides Pik mit rein. Schneider bis Schwarz. Also hoffen wir mal gegen 4 Trumpf. Kann das auch sein, dass die aus dem Schneider kommen? Natürlich. Das wird schon mehr. Dann wir auch gegangen. Okay, Karten aufdecken. Pik mit rein, Schwarz. Schwarz 6 sind 66, der Gang mit 3 sind 96. Das wären jetzt bei 30 Listen, bei der 18er Rangliste 30 Punkte Unterschied, die genau nach 30 Listen einen Schnittpunkt entsprechen würden. Also genau ein Schnittpunkt. Das ist halt immer die Frage, ob es wirklich wert ist, so ein Spiel jetzt zu machen oder nicht. Vor allem, wenn man ganz passabel steht. So, 48, 18 habe ich gereizt. Die beiden sind bei 48. Irgendwer muss nur noch eine Hand haben, wahrscheinlich. Ist der geht nicht, der geht nicht. Der geht nicht. Selbst wenn er 19 Bube im Pik hat, ich kann ihn nicht rüberschieben. Muss jetzt laufen mit der Dame, macht er nicht. Ich habe leider nur blankes Herz Ass, kann ihn nicht rüberschieben. Ich kann den nicht rüberschieben, ich kann den nicht rüberschieben. Pik Lusche liegt, Pik 10 liegt im Skat, genau, er hatte schon auf Aufgeben gedrückt. So. Ja, es fragen ja immer alle, warum ich diese Rangliste mitspiele, aber es ist jetzt auch gerade so. 12 Uhr mittags. Schnelle 20, 15 bis 20 Minuten Skat, so in der Regel. Und das ist schlecht. Macht er denn jetzt? Jetzt wirklich viermal Karo dazu. Ja. Dann wird er sowieso gewinnen. Ja, dann haben wir es doch noch geschafft. Was denn auf die Blinden? Das sieht nicht gut aus. Jetzt sieht es wirklich nicht gut aus. Jetzt sieht es wirklich nicht gut aus. Kreuz 10 blank. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Komm, wir spielen Pik. Keine Ahnung. 7 gedrückt. Ohne Kreuz 10 blank wird es ziemlich sicher nichts werden. Das war's dann.
Ja, einfach Pik verloren, das war zu wenig. Das war zu wenig. Zwei Karten zum Ja, mal eine schöne Karte. Das ist nicht gut. Oh, zwei interessante. Ja. Wir werden nur noch wer haben wahrscheinlich. Moment, okay. Nicht nur nichts tun. Ja, so eine Listen passieren halt. Also noch ist er nicht vorbei. Ja, nachdem Mittelhand passt, 5 Atom, 2 Jungs, 2 Dreierfelder, 2 Blanke. Sind halt für mich immer 18 bei dem System. Es ist auf jeden Fall schön zu spielen. Die Flanken kommen schnell rausgeflogen. Jetzt muss aber unglücklich. Spieler 1 hat eine dicke Liste. Eigentlich passiert das ja selten, dass bei mir so 12, 1300 gespielt werden. Hat er auch noch nicht geschafft, aber wenn die Karte kommt, dann kommt sie. Ja, Karo, dann müssen wir Blank aufmachen, natürlich. Meine Güte.
Ja, fast muss ich 18 sagen, leider. Ja, Karo, 4. Kein Herz. Nein. Flausenkühl. Ach, du ahnst es nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? War nicht gewonnen, das Spiel. Ne? Oh, 63. Oh ja, habe ich mich verzählt. Ja, also das war eine ganz komische Liste. Also hier steht 4 zu 1 und gefühlt hätte ich auch 3 zu 2 zu 3 stehen können. So, das ist meistens ein Ganghand. Spiele ich den? Ich gucke lieber nein. Ich gucke lieber nein, wegen den 24 Punkten, 0,8 Schnittpunkte. Wir schneiden. Das ist so. Ach, da länger. Den nehmen wir mit, den schieben wir nach. Okay, einfach Frank Schneider, ist nichts passiert. Im Austausch die 24 genommen, das Handspiel wäre wahrscheinlich nicht Schneider genommen. So, weg, weg, gehen wir nein. Ansonsten bleiben wir weg. So, 612, 166 durch 29. Das wäre dann die Geschichte. Die Schnittpunktzahl, die wir verlieren. Also sind roundabout. Was hatte ich jetzt gesagt? 170 durch 29 sind ungefähr ja, 6 Schnittpunkte. So ist. Karobella im Keller. Ui, 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 was ist das für ein Mann? Das denn? Okay, alles egal, letztes Spiel. 5er2 Seiten aus. Ich bin gar nicht so interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben uns dann ungefähr auf 606 Schnittpunkte verschlechtert. Außer wir kriegen hier nochmal 40, dann kriegen wir ungefähr. Halt. Das kann man sich immer merken, so ein Gegenspiel sind 1,3 Schnittpunkte. Wenn man 10 Gegenspieler auf 30 Listen verschenkt, sind das also 13 Schnittpunkte, gar nicht so wenig. So, was ist das jetzt hier? Da sind wir raus. Okay. Naja. Ich glaube, ich habe im Schnitt 7,8 Spielpunkte. 7,8 Spiele im Schnitt oder sowas. Und habe also 2 unter Schnitt gespielt. 4,46. Ich würde sagen, mit der Karte in Ordnung. Es hätten auch deutlich weniger sein können. Ja, dann schauen wir mal, wie es geworden ist. Also, bis dann. Tschüss.